Actiongeladen sind wir hier hinter dem Wasserfall und es tropft uns in den Nacken, aber Leon scheißt einfach drauf. Willkommen zurück zu Resident Evil 4, einem Horror-Game, und wir sind genau hier angelangt bei ganz vielen Kerzenschein und so, aber wir haben das, was wir wollten. Runde Insignie mitnehmen? Du erhältst Runde Insignie. Gut, geh gleich mal ein Tor auf, weil wir müssen jetzt, durch die Insignie müssen wir jetzt zurück zur Kirche, aber erstmal gucken, was Hannibal sagt. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Alles klar, Honey Bunny, Honey Boy. Gut, aber ich habe hier Blendgranaten, Mann. Ich brauche wieder eine richtige Wumme. Nee, meine Handknifte. Den Punisher, den brauche ich jetzt. So. Okay. Weiter geht's. Ich glaube, durch den Tunnel hier haben wir jetzt eine Abkürzung. Denke ich mal. Aber wir müssen jetzt wieder zurück zur Kirche und wir können nicht den ganzen Weg wieder zurück. Und deswegen gibt es jetzt hier, ja, genau, eine Abkürzung. Ihr werdet euch wundern, wo wir jetzt gleich rauskommen. Wieder ein Boot hier, was hier schön parkt. Noch irgendwas versteckt? Fledermäuse, haut doch mal ab hier. Nee, sonst ist hier nichts. Oh, Tropfsteinhöhlen, guck mal. Oh, wie von der Natur so gewollt. Schalagmiten oder Schalaktiten. Gut, aufsteigen. Zack. So. Und wir sind beim Händler. Bloß bei welchem Händler? Nicht bei dem Händler, der sich da in der Nische versteckt hat, sondern hier. Das ist hier, na, wisst ihr noch, hier im vorletzten Part, wo wir die ganzen Krähen umgebracht haben. Schon's Kumpel? So. Kann ich nochmal tunen? Mein Gewehr kann ich tunen. Kapazität. Gleich mal rausgehauen. Sturmgewehr. Feuerkraft. Jo, wartet, mach ich gleich. Ich verkaufe mir erstmal unsere tollen neuen Sachen. Und das ist zum einen, ja, wieder die Spinell-Dinger. Oh, naja. Dann den Bernstein. Ah, ich will das haben, Mann. Thank you. Thank you. Gut, und das hier muss alles noch warten. So, tune mein Sturmgewehr. Is that all, Stranger? Ja, halt dort mal, Mann. So, ich speichere hier nochmal. Weil, Leute, surprise, surprise, es kommt gleich noch ein Boss. Ja. Und zwar El Gigante, der in dem anonymen Brief erwähnt wurde, der auf dem Weg dahin wohl war. Und ihr werdet lachen, weil wir sind da quasi an dem vorbeigelaufen. Doch jetzt wird er entfesselt. Ich weiß gar nicht, wie ich den platt machen soll. Ach, das wird jetzt übel. Ich hoffe, ich überlebe das. Das hoffe ich wirklich, ganz ehrlich. Ach, Mann, ey, ich habe Angst, weil der Typ war so gemein. Wie ein Schwein. Genau, kriegen wir nochmal ein Heilkraut. Na, schönen Dank auch. So, ich glaube, das mache ich auch gleich mal kombinieren mit dem hier. Ach so, na, Doppelgrün geht nicht. Na, dann kombiniere ich das mal mit dem hier, damit ich eine gute Ultraheilung habe. Mein Gewehr ist durchgeladen, das ist durchgeladen. Und meine Knifte ist auch vollgeladen. Okay, gut, Leute, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr seid's auch. So, wir wollen einfach bloß da durch die Tür durch. La 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 la. Und verkackt. Ich habe schon mal angesprochen und es ist wirklich so. Eine Falle. Release the Kraken. Oder so ähnlich. Tauziehspiel? Das ist so geil, Alter. Das ist so cool gemacht. Oh Mama! Knacks! Ich voll weggekickt! Was? Knacks! Oh mein Gott! Was ist das denn für ein Terror? Wow! Okay. Freunde, El Gigante ist am Start. Okay, Leute. Das ist El Gigante. Und ich habe Angst vor ihm. Oh, weil der Typ ist groß und fies. Und auch in den Häusern verstecken bringt nichts. So. Weil er die einfach kaputt macht. Der Sack. So, aber wie immer die Taktik bei den Resi-Spielen. Man muss ihn ja einfach bloß abknallen. Einfach bloß abknallen. Oh, scheiße, Alter. Wo will er denn hin? Mach mal ein Haus kaputt. Das hinterlässt viel Geld. Das ist schön. Das ist echt geil, wenn er so viel Geld hinterlässt. Oh, Spinell. Oh!
Ich musste über das Ausweichen, Reaktionstest. Alter Schwede, hat das andere Haus auch kaputt gemacht. Nein! Oh! Unser Wuffelhund! Ist der Dog? Genau! Was zum. Was bist du denn für einer? Hört, unser Wuffelhund! Der hilft uns jetzt! Der lenkt nämlich den Dicken ab! Ist das nicht nett? So. Deswegen. Wo ist denn der Hund? Ja, der Hund lenkt ihn ab, das ist schön. Oh, unser Hundi! Ja, ich weiß nicht, was ich für Munition verschwenden soll. Ich baller einfach auf ihn auf. Ist ja kein großes Geheimnis. Hundi, pass auf! Oh, der arme Hund. Du Tierquäler! Du bist ein Tierquäler! So, genau. Ausreichend draufgeschossen. Jetzt kommt das eklige Vieh aus seinem Nacken. Was machen wir? Wir sind ganz cool. Zack, an! Schlitz, Schlitz, Zack, Schlitz, Fatz, Knacks, Schlitz, Zack, Bam! Das war cool. Okay. Das war Phase 1. Boom, boom. So. Ich werde jetzt hier verbunden, wenn du das Haus kaputt machen würdest. Machen wir das Haus kaputt. Weil ich will die Munition da haben. Oh mein Gott. Der Hund kann ihn nicht mehr ablenken. Oder? Nein, definitiv nicht. Ja. Mach Haus kaputt. Da kam er von zugerannt. Gut. Danke, Kumpel. Danke, Kumpel. Tschüss. Ich hab Angst. Vor allem der Typ ist besonders lustig. Der hat ja hier nicht nur zum Angriff hier seine Faust und so und die Rammattacke. Der kann sich auch, wenn er lustig ist. Macht das jetzt etwa? Oh, Scheiße. Guck doch den Typ mal, der hat sich einen Baum rausgerissen und will es damit. Wir müssen mit Reaktionstest ausweichen. Total toll, oder? Okay. Hat er wieder den. Okay. Ja, mir geht's gut. Hundi, geht's dir auch gut? Ah, los hier. Link, Alter. Ist das ein Wolf oder ein Hund? Ja, okay, er hat gesagt, das ist ein Hund. Also wird's wohl ein Hund sein. Ja, was machst du, Digga? Alter, wie er uns einfach nicht trifft? Was ist zum Teufel? Warum triffst du uns nicht? Der läuft einfach immer vorbei. Oder will uns eigentlich treffen. So, okay, wieder ausreichend getroffen. So, dann. Wir können auch auf das Ding schießen, aber mit dem Messer ist, glaube ich, effektiver. Der voll auf die Schlupper. Und dann zack, Schlitz, 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 was, zack. Mama, wie lange muss ich das noch machen? Das war's. Er ist down. Wow. Leute, was für ein Fight. El Gigante ist breit. Die Tür wieder aufgemacht. Okay. Puh. Oh, das gab Kohle, Alter. 15.000. Was ist da wohl raus? Ihr qualmt voll. Okay. Danke, Hundi. Wo ist der Hund? Ich will den Hund streicheln. Hundi? Wo ist denn der Hund? Er ist nicht da. Hier haben wir noch Munition und noch ein Kräutchen. Gut. Sonst noch irgendwas? Sonst habe ich alles, ne? Der hat die Häuser platt gemacht. Ich habe alles aus den Häusern auch mitgenommen. Alter, ob er kitzlig an den Füßen ist? Nö, der merkt nichts mehr. Gut, dann gehen wir jetzt zurück oder gehe ich nochmal kurz shoppen? Ich weiß nicht. Nein, gehen wir zurück. Der Typ ist ja... Ach nee, wo ist denn der Typ jetzt? Wann sehe ich den das nächste Mal wieder? Ach, ist egal, wir werden ihn auf jeden Fall wiedersehen, deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter. Zack. Uns nimmt ja keiner unser Geld weg. So. Gut, dann sind wir jetzt schon wieder gleich. Gleich sind wir in der Kirche, Freunde. Aber so richtig. Oh, hier regnet es auch. So, waren die nicht auch nette Dorfbewohnerlein? Dorfbewohner? Nee? Will keiner rauskommen spielen? Wer will meine Knarre haben, hä? Wem sein Gesicht soll ich neu umstrukturieren, hä? Erzähl doch mal. Meint doch gerne. Ihr wisst ja, wie es heißt. Ich verzeihe euch. Aber meine Schrotflinte nicht. So, mehr Geld. Schön, dass die Kisten mal wieder aufgefüllt werden. Ist doch nett. So, kam jetzt noch irgendwas? Ich glaube, es kam noch irgendwas Übles. Irgendwas sehr Übles. Oder? Ich habe nämlich Hunde in Erinnerung, aber böse Hunde. Ganz böse Hunde.
Da steht er, Alter, wie ein majestätischer, extrem fieser Wolf. Naja, dann wollen wir von der Majestät von seinem Thron stürzen. Alter. Ach du Scheiße. Headshot! Okay, der ist nicht tot. Schrotgewehr, schön flächendeckend feuern. So. Ins Maul. Böser Hund. Böser Hund! Wie er ausgewichen ist! Ah, lass mein Gesicht los! Oh, Alter, die ziehen aber rein. Die ziehen rein. Gut, dann werde ich das gleich mal benutzen. Um meine Energie zu damit und damit. Bist du zufrieden? So, und das verwende ich mal. So, okay. Und wieder ein Stückchen mehr. Stirb, du Hund. Das ist der andere Hund. Okay. Hunde sind tot. Beide Hunde. Fies, ey. So, gut. Jetzt kommen wir in... Soll ich nochmal die Glocke läuten? Oh, das regnet, ey. You don't say. Nein, aber das ist eklig. Ich läute nochmal die Glocke. Guck mal, wer kommt. Ich mit meiner alten Pistole. Hm? Kommt jemand? Hä? Oh, geht gar nicht mehr. Man kann sie nicht mehr läuten. Ah, da ist ein Nest. Ein neues Nest. So, mit Munition. Gut. Warum welche Nester? Nee. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Kirche. Okay. So, lässt sich nicht öffnen. Eine runde Öffnung. Vielleicht passt da etwas hinein. Na, was kann da schon reinpassen, außer das da? Die Insekteninsignie. Gut. Okay. Ashley, wir kommen. Oh. Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Mann, ist das still hier drin, ey. Ja, ist halt eine Kirche, ne? Oh Mann, ich hab so eine Angst. Ich hab so eine Angst. Was haben wir hier? Eine Blendgranate. Das ist fein. Kennt ihr das, Leute, wenn ihr Angst habt, dass ihr anfangt zu summen? Rein. Das ist, ich glaube, das ist rein menschlich. Weil man hat einfach Angst. Und man fühlt sich so alleine. Die Leiter brauche ich erstmal nicht benutzen. Ich gucke mir erstmal an, was das hier für ein Scheiß hier ist. Und was liegt hier? Geld. Was ist das hier? Keine Ahnung. Liegt hier noch irgendwas? Nö. Okay, was ist denn hier? Diese Insignie ist überall. Ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist? Kann er gar nichts machen. Ach ja, das war ja erst später. Okay. Ey, dieser fette Typ da, ey. Nut nichts weiter zu tun, also hoch die Leiter. Hoch the ladder. Gut. Irgendwo muss doch was sein. Wie der Typ aussieht, ey. Der Typ guckt immer so finster und böse. Was soll denn das? Ashley muss hier irgendwo sein. Das Ding muss sich doch öffnen lassen. Voll verbarrikadiert. Ah ja, und Sprung. Zack. Ui. Ui. Und richtig im Zeitmoment. Natürlich nicht im richtigen Moment gesprungen. Obwohl ich... Oh. Tja, Leute. Nochmal das Ganze. Leon, der alte Leuchtkronenschwinger. Deckenleuchterschwinger. So. Zack. Ist okay. Ja, und jetzt, ne? Hä, was soll denn das? Was soll denn das? Wie zu früh? Das war nicht zu früh. Das war... Beim anderen Mal war es ja schon fast zu spät. Beim ersten Mal. Ah, ich schaff das schon, Leute. Ich schaff das hier. Ich bin doch ein Konterspringer. So. Nee, nee. Okay. Ah, an der weitesten Stelle. Gut, dann mal hier. Mann, ist der Typ hässlich. Ist der hässlich. Mann, Mann, Mann. Pfui Deibel ist der hässlich. Gut, hier noch ein paar schöne Fässer. Hoffentlich irgendwas Geilem drin. Blendgranate. Brandgranate. Cool. Ah. Hier haben wir doch was. So. Erstmal schöne Lightshow machen. In welche Farbe verwenden? Kombinieren. Ach so. Nee. Nichts passiert. Genau, wie ihr seht, müssen wir das Symbol da benutzen. Warte mal, das Symbol muss sichtbar werden. Was nehme ich denn da? Rot? Ach ja, okay, wartet mal. Ja, das schon mal so. Ist okay. So, das Grüne. Mal gucken. Nee, halt. So, das Grüne auf jeden Fall so. Dann seht ihr das? Man sieht nämlich das Zeichen immer ein Stückchen weit, sieht man das Zeichen. So, und das Blaue? Was ist davon, von dem Symbol? Wenn ich mal gucke. Was ist denn davon jetzt vom Symbol? So. Ja, so. Okay, gut. Und jetzt kombinieren. Und klappt's? Jawolla! Wunderschön.
Die Türen gehen auf. Und wir können zu Ashley. Zu Ashley. Hoffentlich ist sie nett drauf. So. Hallo? Ashley. Don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Ha! Wir haben Ashley gefunden! Geil! Honeyball! Hast du das gesehen? It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Spielanleitung 3. Oh, mit Ashley. Ja, hier bekommen wir können Ashley hier Befehle geben. Okay, warten. Auf, ja, okay. Ja, okay, okay, okay. Ashley's ja, okay. Oh, Ashley hat ihre eigene Gesundheit. Ja, okay. Und Ashley kann gekidnappt werden. Sehr fies. Leute, mein neues Mitglied. Ashley hilft uns jetzt bei der Suche aus dem Dorf hinaus. Trotzdem nehme ich hier nochmal alle Munition mit. Bam. Ja, gut. Seht ihr, Leute, ist das Spiel doch schon durch. Das war kurz, oder? Das Spiel. Es kommt bloß noch ein Hubschrauber, der uns abholt. Und dann ist alles cool. Oh, Ashleys Anzeige. Ja, ein bisschen wenig Energie. Aber genau wie wir, können wir auch sie. Mit den gelben Gras, mit dem gelben Kraut erhöhen. Hui! So. Ich könnte Ashley jetzt auffangen. Oder ich könnte ihr unter den Rock gucken. Hey, what are you looking at? Oh, sorry. Moment mal. Oh, you pervert. Hey, ein bisschen Spaß muss sein. Wo habe ich denn mein Fernrohr? So. Swoot, Leute, ihr wisst, dass das Spiel ab 18 ist, nicht wahr? Swoot? Oh, genau die Leiter dazwischen. Mann, ey. Ein Mann darf auch keinen Spaß haben. Naja, fangen wir sie einfach auf. Okay, cool. So, und Leute, jetzt möchte ich euch nochmal, um den Part zu beenden, auf den Punkt von vorhin zurückkommen. Ne, vom ganz am Anfang des Let's Plays, wo ich ja noch die Wahl hatte zwischen den Outfits, wisst ihr noch? Und das Special Outfit 2. Das wollte ich nicht nehmen, weil das ist für ein Let's Play ziemlich lame. Das ist nämlich nicht spannend. Weil dann hat Leon nämlich so ein cooles Outfit an und so eine fette Waffe, die unendlich Schuss hat. Und Ashley hat ein Ritterkostüm an. Und dann kann dir nichts passieren. Aber auch gar nichts. Dann kann die abgeschossen werden. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power. And then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. Ich hab's gewusst. I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to
promulgate one's faith. Sounds more like an alien invasion if you ask me. Ha! Oh. Wow. Schnell weg hier! Wow, ist das knapp. Jawoll! Oh! You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Wir sind am Arsch, Ashley. Wir sind einfach am Arsch. Ende von Kapitel 2.1. Leute, ich würde sagen, dann beenden wir auch den Part heute. Ich speichere und ja, ziemlich cool. Ich hoffe, ihr seid auch wieder im nächsten Part dabei, wenn es wieder heißt, ja, Ashley sicher nach Hause bringen. Ich hoffe, der Hubschrauber kommt bald und wenn wir ins Dorf zurückgehen, ja, na, mal gucken. So, kommt noch irgendwas? Nein, alles ist cool. Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.